Das war noch vor Jahren so, als es nur Platten gab, Vinyl. Aber heutzutage, ja, wenn man eine Platte verbietet, holt man sich die aus dem Internet. Verbote gehen ist, faktisch geht das einfach nicht. Auch was jetzt die von der Leyen erzählt, wie damit Filter einrichten und so, das ist alles völliger Unsinn. Bertelsmann verkauft gerne Filter. Insofern verstehen wir schon das Interesse der Ministerin, die populär zu machen, weil Bertelsmann daran gut verdient. Aber die wirken nicht. Das ist völliger Unsinn. Das geht einfach nicht. Es geht nur dann, wenn nur noch Internet aus Deutschland käme. Aber man hat keinen Einfluss auf ausländische Seiten. Das geht technisch schon gar nicht. Man kann das nicht zensieren. Das funktioniert nicht. Das heißt, Verbote im 21. Jahrhundert gehen einfach nicht mehr. Man kann Konzerte verbieten, also wo 150 Leute oder so an einem Ort kommen kann, da kann die Polizei dazwischen gehen. Aber alles, was man übers Internet beziehen kann, kann man nicht verbieten. Das funktioniert praktisch nicht. Also, selbst wenn man es wollte, muss man sich überlegen, wenn man etwas verbietet, ist nur, ja, man bekundet seinen Willen. Aber es führt nicht dazu, dass es wirklich weg vom Markt ist. Egal, ob es nun Rechtsrock oder Hip-Hop oder Pornografie oder was auch immer ist, es wird es weitergeben. Und in Bezug auf Jugendliche eben der Markt steigt, weil Jugendliche dann erst recht interessiert sind, die sich das unbedingt besorgen müssen. Und zwar als Erste auf dem Schulhof haben müssen. Und dann wird es kopiert. Also Verbote bringen einfach nichts. Das einzige Mittel, das wirkt, ist das alte Mittel, reden. Reden über die Inhalte, reden, warum hörst du das, was ist daran spannend und so weiter. Und die anderen zu fördern. Im Hip-Hop-Bereich, das war ja die Frage, es gibt diese Art von Hip-Hop, die also sexistisch ist, die gewaltverherrlichend ist und so weiter. Aber es gibt ganz viele andere, und zwar in jedem Stadtteil Berlin, in jedem Jugendclub eigentlich, gibt es junge Rapper, die ganz andere Texte machen. Die gegen Gewalt, gegen Rassismus, gegen Nazis rappen oder einfach nur für Spaß. Wir Musik meistens, viel wichtiger als, denken wir immer, als die anderen zu verbieten, ist, die Besseren zu fördern. Dann hat nämlich jeder 13-, 14-Jährige, der Hip-Hop gut findet, eine breite Auswahl und das Risiko, dass er bei irgendwelchen Idioten landet, ist viel größer, wenn es viel andere Bessere gibt. Das scheint uns die konstruktivere Art, damit umzugehen. Also nicht zu sagen, Hip-Hop ist generell gefährlich und schlecht, sondern die Guten sozusagen, die aus unserer Sicht gut sind, die eben toleranter sind, die nicht gewaltfördernd sind, die zu fördern und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ähnlich ist es wie bei Graffiti zum Beispiel, ist ja ein Teil des Hip-Hop. Regen sich Leute, viele immer drüber auf, aber vor allen Dingen Politiker, Bürger eigentlich gar nicht so sehr. Ne? Wenn man nämlich genauer guckt, worüber sich jeder aufregt, sind diese Tags, diese Edding, schwarzen, das sieht jeder als Schmiererei, übrigens auch die Jugendlichen selbst. Aber bei Bildern, da gibt es immer Politiker so aus der konservativen Ecke, die alles verbieten wollen und so weiter. Und dann macht man mal Umfragen unter den Bürgern, wo zum Beispiel was gestaltet ist, so ein Bahnhofsuntergang oder so, also wo so vorher grauer Beton war. Und siehe Überraschung, da ist ein schönes, großes Bild und ein Großteil Bürger sagt, ja, ist okay. Oder lass es die doch mal legal machen, dann haben sie richtig Zeit und machen noch schönere Bilder. Ne? Also Politik sieht Graffiti, auch in der Bild immer wieder Schlagzeilen, Graffiti-Schmiererei und so weiter. Da wird nur, dass irgendein Graffiti-Sprayer ein privates Wohnhaus sozusagen natürlich ohne Einverständnis des Besitzers da bemalt hat. Natürlich ist das ärgerlich, aber Graffiti ist ja viel mehr. Und ich bin sicher, allein hier im Stadtteil, wir sind jetzt nur gerade durchgegangen, da sind mir so viele Wände sofort eingefallen, die man eigentlich selbst mit einem mittelmäßigen Schüler, der Graffiti ausprobiert, schöner machen kann nur. Also auch da geht es eigentlich, man könnte Jugendkultur fördern. Graffiti ist als Teil von Hip-Hop, ist für viele Jugendliche eine Form, kreativ zu sein, zu malen, zu zeichnen, sich auszudrücken. So wie ich früher im Unterricht, Kunstunterricht, Collagen machen musste aus Zeitungen, so ist heute Sprayen hat angesagt. Und wenn das oft legale stattfindet, also gefördert wird, und immer mehr Wohnungsbaugesellschaften in Berlin machen das übrigens auch, so wie viele kleine Läden auch, dann kommen da oft wunderbare Bilder heraus. Und so kann man auf jugendliche Interessen positiv zurückgehen. Und gleichzeitig hat man den positiven Effekt natürlich, dass man das, was man nicht will, also was eher Schmiererei ist, zurückdrängt. Weil eben die viel mehr Wände mit schönen Bildern sozusagen, mit denen stehen die natürlich in Konkurrenz, die müssen sich also auch mehr anstrengen. Das wäre sozusagen eine konstruktive Herangehensweise. Also am Beispiel Hip-Hop, es ist nicht nur negativ, da gibt es beide Welten. Da gibt es Dreck in jeder Musikrichtung. Da gibt es Unsägliches und da gibt es aber auch sehr viel Konstruktives.